Howdy Folks und willkommen zurück zu Coral Island Version 1.0. Ich muss nicht in die Mine. Nur eins. Gut. Gar kein Arbeit. Es geht noch nicht. So. Warum kann ich das Foto von Jim nicht abgeben? Hoffentlich beginnt es bald zu regnen. Meine Eltern, ja, du bist doch neu hier. Mein Ex hat mir von irgendeinem Enkelkind eines Farmers erzählt, das hierher zurückgekehrt ist. Das musst du sein. Wir sehen uns. Sieh dir nur diesen Ort an. Ich habe solches Glück, jeden Tag hier arbeiten zu dürfen. Ja. Nein. Sam hat kaum noch Karotten.
Ach nein, ich wollte welche in meinem Frühlingsfrittata geben. Wünsche die Ozeane, dass sie schneller werden. Ich verstehe nicht. Kugelfisch ist also auf Coral Island, um Häuser zu kaufen? Wenn Onkel Raphael auf Besuch kommt, kann ich mit ihm Volleyball spielen. Er ist zwar nicht gut darin, aber das ist gar nicht schlecht, weil ich dann immer gewinne. Gestern hat sich eine Hummel in meinem Zimmer verirrt. Ja. Wäre das nicht passiert? Ein Fisch an der Angel beißt, an der Angel ist. Ein Bogenfisch, nice. Barramundi. Oben. Da oben. Wollen wir unsere Spitzhacke. Und geben die Axt ab. Ich versuche meinen Cousins zu einer Erweiterung des Kastells. Ja. Aber sie weisen mich immer zurück. Aber das Holz wird gut genommen. Na doch. So. So. Ja.
Ah, dann wetten wir jetzt die Axt auf. Damit wir Hartholz besorgen können. Hallo. Jo. Ist das der Pumpe gesehen? Ah, heute habe ich nichts Wertvolles gefunden. Rubin Gold Grundel. Silbrige. Thank you.
Auerhorn. Nichts. Hoffentlich regnet es mal. Ich gehe morgen vielleicht in den Wald und hole mehr Holz. Tschüss. Du siehst einen Brief. Nimmst ihn und interessierst dich überhaupt nicht für Briefgeheimnis. Nimm meine Hände. Da liegt eine Reise weit vor uns. Jetzt ist es nebelig, aber mit diesem Brief verspreche ich dir, meine Adinda, dass alles heiter wird, wenn wir gemeinsamen Schrittes gehen. Nimm meine Hände und ich zeige dir die Sterne, wahre Liebe, mein Herz. Wir werden uns ein Zuhause bei den Bergen bauen. Es wird erfüllt sein von warmer Suppe, Kinderlachen und Tränen des Glücks. Wir werden gemeinsam alt, auf der Veranda nippen wir an einem Winternachmittag heißen Tee und warten an den Feiertagen auf den Besuch unserer Enkel. Sei mein Adinda, jetzt und für alle Ewigkeit. Joko. Ja. Wie stehst du zu Kokosnüssen? Ich habe vorhin etwas Wasabi gefunden. Hat der überhaupt Saison? Da, Kokosnuss geben. Danke, Rucola. Das wäre nicht nötig gewesen. Thank you.
Cruz am Fuertum und ein Holz auf das Gestein zusammen. Kenny ist ein Tagtrainer, aber er ist ein schlauer Kerl. Er ist ein guter Junge. Und er spielt auch gut Flöte wie seine Mutter. Er hat Kokosnüsse. Jetzt weiß ich wieder. Thank you.
Wenn es nicht regnet, versuche ich hierher zu kommen, um den Sonnenuntergang zu beobachten. Ja, ich bin hier. Wo sollte ich sonst sein? Ich bin zum Angeln geboren. Pass auf, wo du hintrittst. Ich möchte nicht, dass jemand meine Küche ausrutscht. Warum kann ich die Blumen, das Foto nicht legen? Heute ist ein schöner sonniger Tag. Nüsse. Mir tut der Kopf weh. Das ist das Licht. Gibst du nicht einfach diesen Meersalzduft? Hä? Es macht Spaß, das zu sagen. Meersalzduft. Der hängt innen. Ich werde später vielleicht bei der Strandhütte vorbeischauen und ein paar Kokosnüsse mitnehmen. Bin irgendwie in Stimmung dafür. Kokosnuss? Danke. Du willst mit Bonbon spazieren gehen, aber du musst Besorgungen machen. Ich lasse meine Haare nur ungern runter. Ständig. Ständig im Weg. Was vergessen? Den habe ich noch nicht vergessen. Ich schaue irgendwie in die Tür. Oha. Besser. Ich sehe immer mehr Echsen, sogar meine eigene Echse. Tin ist jetzt viel aktiver. Tin ist sehr gern unterwegs, das Käfchen bleibt nur selten in seinem kleinen gläsernen Zimmer. Ein Abenteuer. Ich wohne mit meinem Mitbewohner Chaim im Observatorium. Du kannst jederzeit vorbeikommen. Ich muss gestehen, ich bin kein großer Freund des Frühlings. Der ist einfach nichts für mich. Ich bin kein sehr guter Koch, aber ich versuche, wenn möglich, selbst gekochtes zu essen. Das ist gesünder.
Echt dich? Ich habe das Gefühl, ich hätte dich schon einmal gesehen. Ja, warum bist du nie bei deinem Chef? Willkommen, willkommen. Meine Taverne ist deine Taverne, Rucola. Was darf ich dir heute bringen? Mein Kaffee ist nicht gut. Was für ein herrlicher Tag zum Schwimmen. Diese Insel ist berühmt, nicht wahr? Mir ist aufgefallen, dass in letzter Zeit viele neue Leute hierher gezogen sind. Du erst ich, dann du und jetzt die Kugelfischkorps. Eines Tages möchte ich ein großes Haus. Ja. Zwei Geschenke gegeben in der Woche. Hallo Rucola, schön dich zu sehen. Sam, vielen Dank dafür. Keine Meinung zu feilchen. Ja, zu viel kaufe ich nicht mehr ein. Ich genieße einfach das Wetter. Das machst du, Rucola. Das sieht so aus, als wärst du in Eile. Ja. Bin ich. Im Käfer. Wir beobachten unsere Gäste täglich und sammeln Daten für einen Bericht am Saisonende. Das ist das System, das uns von unseren Eltern weitergegeben wurde. Okay. Diese Woche schon zwei Geschenke gegeben.
Ja. Ja, dann gehen wir doch ins Bad. Wetter für morgen, Sonic. Kalender. Walter. Sehr gut.